Wir haben hier ein Gesetz, das steht am Titel von dem Gesetz, das Herr Baumeister nur präsentiert, causé die hausse des prix de l'énergie causée par l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Nein. Nein. Et das sind die Sanktionen, wo das so ist. Et das, ja. Das gehört zu der politischen Ehrlichkeit. Wir hatten den 24. Februar, hat man zwei Optionen, für die Krise zu reagieren. Wir hatten einen russischen Angriff gegen die Ukraine und wir hatten zwei Möglichkeiten. Wir hatten die Möglichkeit gehabt, direkt an die WWU-Verhandlungen zu gehen. Das ist auch ungefähr gewesen. Und das verhindert ging durch die Intervention von einer Reihe von Staaten, die das nicht wollten. Oder wir sind auf den Weg gegangen, den leider gewählt ging, nämlich ein Krieg als Sanktionen. Und ich will so, das ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe für die Ukraine, mit Zehntausenden von Deutschen, sowohl Ukrainer wie Russen natürlich. Es ist eine Katastrophe für ein Land, das heute zu großen Teilen zerstört ist, dem seine Infrastrukturen futti sind, dem seine Ökonomie ab Jahren nicht mehr funktioniert, wo Hunderttausenden oder Millionen Leute müssen sich an das Ausland refugieren gehen, der Krieg als eine Misere ohne Ende. Und das ist etwas, ja. Und dafür lässt das nur, ich weiß, das fällt dir schwer, das verdroht dir nicht gut traurig zu hören. Wir sollen so sehr wie möglich auf die WWU-Verhandlungen gehen, dann kommen nicht auf Sanktionen. Und ihr könnt sicher sein, die alle gut, die Heibanne nur protestieren, die könnt sicher sein, dass der Präsident Biden nicht an den nächsten Wahlkampf mit dem Ukraine-Krieg. Es ist sicher, Depressionen für Verhandlungen ganz sehr, sehr gehen an dem Lied für all der, wo man die Chance verpasst, um Menschenleben zu retten, an der Tod zu verhindern. Ich will es just heute so, mit all dem, was wir hier machen, wird man auch für Lützeburg Konsequenzen, für die Leute hier im Land, mit der Inflation, die könnt ihr nicht vernichten. Das ist der Druck durch die Energiepreise, die Sanktionen, die geholt werden. Das könnt ihr nicht vernichten, das ist nicht vom Himmel gefallen. Die, wenn er will, den vorstellen, der stellt vor, wird der Präsident antworten. Nun ist noch Zeit für zu antworten, aber brüllt nicht dazwischen, wenn ich lief. Ich will euch nur einmal kurz sagen, was die Moyen, und das ist nicht ADR-Preis, das ist Politico, steht über die Konsequenzen für eine Ökonomie, europäische Ökonomie, von der Politik, die dir mit droht. Transatlantic Showdown. Indeed, Europe is facing a double hammer blow from across the icy Atlantic, where its supposed partner, schreibt Politico, the United States has adopted policies that, whether intentional or not, amount to full-on shakedown of EU industry. Europäische Industrie geht rüber in Amerika. Wir haben eine Delokalisierung von europäischen Industrie Richtung USA, unter anderem mit den Energiepreisen. Am Blick bezahlen wir viermal mehr, die europäische Industrie viermal mehr hoch Energiepreise wie die amerikanische. Und auf Dauer sind Schätzungen dreimal mehr hoch. Wir haben ein Desinvestissement in Europa. Wir ruinieren als ökonomische Zukunft. Und haben wir auch die Möglichkeit, Suchen zu verteilen, auch an einer sozialen Umdehnung. Wir machen als Ökonomie futti, wenigstens einer falschen Politik. Ich will euch auch mal zusammenrechnen, wir haben ein Budgetdefizit hier im Land, wenn ich mich gut erinnere, liegt am Zentralstaat bei 2,4 Milliarden, darüber in der Budgetrapporteur kann man das konfirmieren oder mich korrigieren, wenn ich sollte daneben leihen. Aber just die Maßnahmen, die wir geholt haben, wie die Sanktionen aufzufedern, und wir sind dafür, als der, dass wir Sanktionen aufzufedern, wenn wir Leute natürlich nicht am Stich lassen. Aber just für euch das mal zusammenzuzählen, über den Daumen. Projekt 8000a. 308 Millionen, 8088, 390 Millionen, 8019, 225 Millionen, 8102, 500 Millionen, 7980, 125 Millionen, RTL-Informationen nur Cash TVA, die Reduktion um 1%, ich meine, Herr Baum hat dafür nur geschwert, 317 Millionen. Wir haben Waffen geliefert, 72 Millionen plus noch über die sogenannte European Peace Facility, wir werden bei 100 Millionen ungefähr leihen. Mission für die Ausbildung von ukrainischen Truppen nur mal 1,5 Millionen. Humanitäre Hilfe, die wir absolut begrüßen, ungefähr 8 Millionen.
Wir kriegen nach Gesetz über das Altersheim, ich meine, das tun wir hier nicht dran. Wir leihen ungefähr bei den Maßnahmen, die wir bis jetzt geholt haben, bei 2 Milliarden. Das ist die Größenordnung von den Maßnahmen, die wir geholt haben, für Schwätzen zu den zwei Gesetzen gleichzeitig, Herr Präsident von der Erlebt. Wir leihen. Da keine Prozedur dran. Das tun wir, dann haben wir gleich auf dann hätten wir ein bisschen dezidieren, dann eine Diskussion kommen. Das ist ganz das richtig. Das aber nicht. Das probieren wir nicht, nur zum Schluss zu kommen. Da kommen wir zum Schluss. Und der Schluss ist evident. Wir machen eine Falschpolitik, wir machen eine Falschpolitik für die Ukraine, weil die Leute in der Situation, wir machen eine Falschpolitik für das Land. Und wir als ADR machen darauf aufmerksam, dass wir bis jetzt 2 Milliarden ausgehen haben, ohne dass wir der Ukraine geholfen zu haben. Ist doch nicht mehr. Ich wollte vielleicht auf ein Stichwort angehen. Wir hatten für eine Prozedur, wenn ich nicht froh bin, eine Bemerkung von Herrn Kersch, dann antworten ich auf die Bemerkung von Herrn Kersch. Das wird zynisch gebraucht. Ja. Arrogant und zynisch. Hier, das ist vor. Das ganz viel an dem Krieg als zynisch, traurig, auch vielleicht arrogant. Ich gebe vielleicht schon ein paar Beispiele. Und da versteht ihr auch vielleicht, wie weit ein Engagement zum Frieden selber nie arrogant kann sein. Ein Engagement zum Frieden ist immer etwas, was den muss ehren, auch an der Diplomatie. Das nennen wir bon office, das ist etwas, was den offriert, für eben etwas, was schrecklich ist, können zu korrigieren. Wir haben Herr Kanzler, wir über das Projekt über 8. Herr Präsident, ich habe mir für Druck gesagt, für den Herrn Kersch eine Bemerkung gemacht und ich soll das machen, wenn ich zu diesem Projekt schwätze. Wie können das unterbessern bei den Leuten, Herr Präsident, wenn man nicht erlebt, ob so ein Vorwurf zu antworten? Sind Sie das bewusst? Und ich meine, dass dein Parlament ganz gut geht, wenn in so Kleinigkeiten wie Krieg an Osteuropa ein paar hundert Kilometer von euch kann diskutieren, Herr Präsident, mit der Erlebnis zum Schammer, Präsident. Ich wollte also darüber angehen, was heute gesagt ist. Ja, das ist ganz viel zynisch, das ist ganz viel traurig. Und ein Engagement zum Frieden ist etwas, was man immer muss machen, immer muss probieren. Zynisch oder traurig ist zum Beispiel, dass wir all die Jahre, wo wir als Europäische Union die Möglichkeit gehabt hätten, für anzuwirken auf die Situation in der Ukraine, die sich hier progressiv degradiert wird, über den Normandie-Format, dass wir nicht genug gemacht haben. Wir hatten noch als Lützeburg schon immer gesagt, die Deutschen und die Franzosen an dem Format machen, das haben sie nicht gemacht. Und das ist so schön. Wir haben gesehen, dass wir mit Demos das Pferdespruch hätten, eine Regionalisierung von der Ukraine zu verhandeln, ein Statut für Minoritäten, ein Statut für Regionalsprachen, ein Kontroll, der nur zurückgehen und die Ukraine von den Bausegrenzen, wäre das nicht geschieht. Das ist ein Beispiel, wo eine große Trauer, wenigstens bei uns, als bei mir, dass wir das nicht Pferdespruch tun. Weil wir hätten nicht können, wir hätten können den Krieg verhindern. Es ist traurig und zynisch, dass wir Kriegsziele hören, die amerikanische Regierung hat gemacht hat, über den Weg von ihrem Verteidigungsminister, wie zu sagen, ihr Kriegsziel wäre, Russland dauerhaft zu schwächen. Als das heißt, ich weiß es nicht, meint also nicht, wir müssen gucken, dass wir das nicht auf Kästen von anderen Leuten machen. Was wir gerne hätten, das ist eine neue Chance für die Ukraine, eine friedliche Ukraine, eine ähnliche Ukraine, eine rekonziliierte Ukraine. Eine Ukraine, die auf Pferde springt, eine Perspektive für die Zukunft. Und was wir nur machen, ist schon ein Tischruf von den geringen Kollegen, eine kleine Ukraine. Und ich will darüber reagieren. Wir hatten am Anfang, wo der Krieg angefangen hat, wurde die russische Invasion dem alle gut verurteilen. Weil das geht nicht für ein nordisches Land einfach so militärisch zu überfallen, dass ein Bruch von der Schacht der Vereinten Nationen. Wir haben das alle verurteilt. Mit dem Blick hat das angefangen, dass wir eine Negotiation hatten zwischen den Ukrainer und den Russen. Wir hatten eine pure Runde Negotiation. Die sind in der Brach gehen und nach dem Abfluss vom Westen. Leider. Am Haut ist es so, dass dieselbe Westen von der Situation in den USA nicht verfolgt. Wir machen das.
Sind dat die, die den Druck werden ausüben auf die Ukraine, wie lo zurück auf die Verhandlungen durchzukommen, an Konditionen, die nicht immer mehr defavorabel sind, wie das, was wir am Februar, März hätten können erreichen? Es kann Sinn, dass an einem zukünftigen Friedensarrangement die Ukraine mit klein geht. Es kann Sinn, sowieso haben sie so viele Leute verloren, das ist ein schreckliches Drama. Es kann Sinn, dass sie ein militärisches Statut oktroyiert kriegen, die eine permanente Neutralität aus. Das ist alles möglich. Es wäre vielleicht ähnlich gekommen, wenn am März verhandelt gewesen, am Februar, März, wie wir es direkt gefordert hätten. Wir hätten direkt sollen den Weg von der Verhandlung gehen, vom Frieden, vom Ausgleich, wie viele Menschenleben wäre gerettet gehen, was wäre uns und ökonomische Gitter können gerettet gehen, was wäre möglich gewesen, für einen Friedensöten und eine Friedensarchitektur in Europa zu bauen, am Platz der Misere, den wir gesehen haben. Und ihr direkt so, Herr Präsident, so nicht mehr Zeit, also nur River, also gehen nicht mehr Städte, und ich so nicht merci, dass die Kommentare möglich wären. Und ich so nicht merci, dass die Richtsätze gibt, und ich gehe Poet und Madame Miriam Cecchetti. Herr Putin hat geschwärzt, da könnte Madame Cecchetti. Und der Stalin, die war in der Kommunistischen Partei, wo die Ruch fährt.